Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. Sonnige Grüße, liebe Frischluftliebhaber. Egal ob Cabrio-Fahrer, Drohnenpilot oder sonstige Abenteurer. Heute geht es in die Nordeifel. Genauer gesagt nach Schevenhütte. Dort soll an der L25 abgelegen im Wald die Klosterruine Schwarzenburg stehen. Klosterruine befindet sich in einem Naturschutzgebiet und da das Kloster sehr zerfallen sein soll, war der Zugang zur Anlage fast unmöglich. Ich war neugierig, was mich dort erwartet, und so ging es von einem kleinen Parkplatz aus auf einem zunächst befestigten Weg los. Kein Schild, nichts stand an diesem Weg. Also war ein Navi meine kleine Hilfe. Später sagte mir das Navi, dass ich in einen kleinen Stichweg reingehen musste. Kaum zu erkennen und von querliegenden Bäumen verdeckt. Es wurde abenteuerlich. Der Weg mündete dann in einem etwas größeren Weg, der voller Matsch und mit normalen Schuhen unmöglich war zu begehen. Ein kleiner Bachlauf hatte meine Aufmerksamkeit und dann erkannte ich leicht etwas im Wald. Also ging es querfeld weiter und dann sah ich es. Das Kreuzherrenkloster wurde im 14. Jahrhundert erbaut. 1712 wurde die Klosterkirche nach der Zerstörung vom Dreißigjährigen Krieg neu errichtet. Fast 100 Jahre später wurde 1802 das Kloster von den Franzosen aufgelöst, da in der Bevölkerung der enge Bezug zur Kirche und Religion verloren ging. Die Anlage wurde dann 1804 versteigert und die neuen Besitzer machten daraus eine Fabrik, da sie aus dem eisenhaltigen Torf und Moorboden wie Tirolsalze gewannen. Im Jahr 1835 läuteten die Glocke Feueralarm im kleinen Dorf Echz. Durch diesen Brand wurde das ehemalige Kloster so schwer beschädigt, dass ein Neuaufbau nicht mehr lohnte. 1836 wurden die Reste vom Kloster und das Gelände an den Grafen, heute Prinz von Merode, verkauft. Nach 496 Jahren ging es somit wieder in die Hände der Stifterfamilie zurück. Im Zweiten Weltkrieg, die Schlacht in Hürtgenwald, dienten die Gewölbe und Gemäuer als Einquartierung und Schutz der Kriegsparteien und standen dadurch schwer unter Beschuss und wurde bis auf die Grundmauern zerstört.
Die spärlichen Ruinenreste im Eroder Wald sind fast nicht mehr zu erkennen und verschwindet immer weiter im Waldboden und unter Efeu. Sogar die Wege dahin sind sehr abenteuerlich geworden. Heute sind nur noch bis zu 4 Meter hohe Mauerreste des Klosters erhalten geblieben. 2023 wurde ein Verein gegründet. Dieser versucht, diese Ruinen zu erhalten. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieser Film etwas gefallen und hinterlasst mir ein kleines Like. Bis bald!